Herzlich willkommen und guten Abend zu dieser Max-Planck-Lecture Neapel strukturieren, Annäherungen an die historische Stadt. Normalerweise finden die Max-Planck-Lectures in Berlin oder in München statt. Heute natürlich treffen wir uns im virtuellen Raum. Sie ahnen ja natürlich warum. Das hat aber den Vorteil, dass unsere Vortragende, Frau Professor Tanja Michalski, an ihrem angestammten Ort sprechen kann. Im Moment in ihrem häuslichen Arbeitszimmer, aber an sich arbeitet sie an der Bibliotheca Herziana in Rom. Und in Rom sitzt sie jetzt auch. Die Herziana, da wäre es noch viel schöner, wenn wir da wären, ehrlich gesagt. Dann könnten wir, hätten wir einen Eindruck von dem wunderbaren historischen Palast, in dem die Herziana angesiedelt ist. Sie hat also, so habe ich mir sagen lassen, eine Dachterrasse, von der aus man einen Blick über die ganze Stadt hat. Ganz wunderbar. Wir hören davon gleich noch mehr. Sie, liebe Teilnehmende, sitzen vielleicht ja auch auf einer schönen Terrasse, wer weiß. Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer. Mein Name ist Dorothee Nolte. Ich arbeite für den Tagesspiegel in Berlin. Bevor wir auf unsere Reise nach Rom und nach Neapel gehen, nur noch ein paar technische Hinweise. Wir werden jetzt, Frau Professor Michalski, mit ungefähr 35 Minuten lang sprechen. Danach machen wir ein Nachgespräch. Aber wenn Sie Fragen haben, die Ihnen egal wann in den Kopf kommen, können Sie die jederzeit in den Chat schreiben. Sie selber sehen Ihre Frage zwar dann nicht mehr, aber ich sehe die Frage und ich werde sie dann in das Nachgespräch einfließen lassen. Also einfach raus damit, sobald die Frage in den Kopf kommt. Auch wenn Sie technische Probleme haben, schreiben Sie einfach in den Chat, dann bekommen Sie Hilfe von Frau Dehrer. Ja, die Formate Max-Planck-Lecture und Max-Planck-Forum geben Einblick in die Arbeit der Max-Planck-Institute. Das sind 86 an der Zahl und zwei davon widmen sich der Kunstgeschichte. Das ist einmal das Kunsthistorische Institut in Florenz und das ist zum zweiten die Bibliotheca Herziana in Rom. Und die ist ein ganz besonderes Max-Planck-Institut aus mehrfachen Gründen. Das eine ist, sie geht zurück auf die Stiftung einer Frau. Das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Die Mäzenin Henriette Herz mit TZ geschrieben hat das Institut, gewissermaßen den Palast und das Institut gestiftet. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Berliner Saloniere Henriette Herz, die sich nicht mit TZ schreibt. Die war aber vielleicht auch in dem Gebäude. Möglich ist es, Goethe jedenfalls war darin. Und überhaupt ist in diesem Gebäude, das führt uns ein wenig in das Thema hinein auch schon. An diesem Gebäude kann man auch die Schichtungen der Geschichte erkennen. Es war wohl so, dass man in Bauarbeiten in den 60er Jahren und aus im Jahre 2008 auf Reste gestoßen ist. Auf diesem Gelände, die darauf hinweisen, dass dort im Jahr 60 vor Christus die Villa des römischen Feldherrn Lucius Lucullus gestanden hat. Das ist ja schon mal eine irre spannende Zeit, aus Berliner Sicht jedenfalls. Das passiert aber des Öfteren in Rom und Neapel, dass man an der Oberfläche kratzt und sofort kommt Geschichte zum Vorschein. Und das wird uns auch heute beschäftigen. In Neapel hat ja eine sehr lange Geschichte, 2700 Jahre, gegründet als griechische Kolonie, Neapolis, die neue Stadt. Und seitdem in all dieser Zeit sehr, sehr viele Herrscher und sehr viele Menschen sind abends in dieser Stadt ihre Spuren hinterlassen. Wir haben nur einige Herrscher. Häuser sozusagen, wenn man von den Griechen, die Römer, wenn man über die Langobarden und die Staufer und die Spanier und die Bourbonen gehen. Das Herrscherhaus der Anjou hat eine Rolle gespielt, dazu kommen wir gleich noch bei der Arbeit von Frau Michalski. Also ganz viele Herrschergeschlechter, ganz viele Stadtgesellschaften haben ihre Spuren hinterlassen und versucht womöglich die Spuren der Vorigen auszuradieren. Wir haben es also mit einem Stadtkörper gewissermaßen zu tun, den man sich wie ein Palimpsest vorstellen kann. Neapel als Palimpsest, so lautet nämlich auch der Titel des Projekts, den Frau Professor Michalski an der Herziana leitet. Ein Palimpsest ist eine Manuskriptseite, die überschrieben wurde, wo man versucht hat, oder wo man aus Geldmangel Schrift auf Pergament abgewaschen oder abgekratzt hat, um neue Schrift darauf zu setzen, und aber nicht es geschafft hat, komplett alles auszuradieren. Jedenfalls können wir heute mit modernen Methoden darunterliegende Schrift in Ziffern quasi ausgraben. Und darum wird es jetzt auch gleich gehen, denn für diese Schichten der Geschichte und für die Darstellung der Geschichte in Gestalt von Karten und Bildern, das ist das Arbeitsgebiet von Frau Professor Michalski. Sie hat studiert Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik und schon in ihrer Dissertation über die Grabmäler des Herrscherhauses von Anjou hat sie sich mit Neapel beschäftigt. Neapel begleitet sie ganzen Karriere. Aber in ihrer Habilitationsschrift ging es dennoch um ein ganz anderes geografisches Ort, nämlich um die frühe Neuzeit in der niederländischen Landschaft.
der ländlichen Landschaft in der frühen Neuzeit wiederum im Spannungsfeld Kartografie einerseits, Malerei andererseits. Sie war von 2007 bis 2015 hier in Berlin an der Universität der Künste Professorin und hat von 2012 bis 2014 das DFG-Graduiertenkolleg das Wissen der Künste geleitet. Ihre Leidenschaft, ich sagte es schon, sie lebt zwar in Rom, aber ihre Leidenschaft ist Neapel, die Memorialkultur, Kultur des Gedenkens, historische Räume und ihre Darstellungen. Und die Frage, mit der wir uns heute Abend beschäftigen werden, ist, wie erfassen und strukturieren Karten, Bilder und Texte den urbanen Raum und seine Geschichte? Sie werden sehr viele Karten sehen in den nächsten 35 Minuten. Es erwartet Sie eine optisch und intellektuell sehr spannende Stunde. Und ich glaube, Ihnen versprechen zu können, dass Sie danach nie mehr mit denselben Augen auf Landkarten schauen werden wie bisher. Bitte schön, Frau. Vielen Dank, Frau Nolte. Ich fange sofort an, weil wir ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit haben und versuche mal sofort meinen Screen zu sharen. Moment. Sieht das gut aus? Okay, dann können wir hier irgendwo. Am besten mache ich alle Mikrofone jetzt aus. Ich höre mich doppelt. Okay, jetzt ist besser, oder? Alles klar, ich würde sagen, ich höre mich immer noch doppelt. Irgendjemand hat das Mikrofon noch an? Das sind so diese schönen Geschichten, wenn man Online-Lectures gibt. Jetzt ist besser. Ich höre mich nur noch mich selbst. Das ist zwar auch nicht schön, aber immer noch besser, als mich doppelt zu hören. Jedenfalls, ich beginne jetzt mit diesem ersten Foto, was unter dem Titel steht, nämlich Neapel strukturieren, Annäherung an eine historische Stadt. Sie sehen eine sogenannte Vogelschau. Ich habe dieses Bild irgendwann mal aus dem Internet herausgeklaubt. Das ist deswegen so schön, weil dort die Tauben auf irgendeinem hässlichen Kabel sitzen und eine echte Vogelschau haben. Nämlich auf diese völlig unübersichtliche Stadt Neapel. Immerhin sehen Sie dort unten rechts dieses riesige Gebäude, was Santa Chiara ist, das Sie später noch mehrfach sehen werden. Ich wollte es nur hier am Anfang schon mal gezeigt haben. In medias res. Jeder, der heute vielleicht die Idee hat, sich über eine Stadt eine Idee machen zu wollen, wird, wie ich selbst auch, bei Wikipedia oder bei in dem Fall Google Maps Neapel oder welche Stadt auch immer eingeben und landet auf einem solchen Ausschnitt aus dem globalen Welt, aus der Kugel. Und Sie sehen jetzt hier leider meine ganzen gelben Pünktchen, die ich schon mal markiert habe. Aber wenn ich da nicht so viel Neapel markiert hätte, würden Sie das in blank sehen. Aber jedenfalls, worum es mir geht, Google Maps gibt uns eine bestimmte Vorstellung von dieser Stadt und scheint ja so wahnsinnig neutral. Wenn wir von da aus noch dazu etwas näher ranzoomen und auf das noch viel stärker essentialisierte Google Earth gehen, also das Foto der Stadt, scheinen wir mittendrin oder direkt darüber zu sein. Und worauf ich Sie jetzt gleich hinweisen möchte, die Sie vielleicht Neapel nicht so gut kennen wie ich. Sehen Sie meinen Cursor? Oder diese, ja? Sie sehen hier diesen langen Streifen. Das ist die sogenannte Spacca Napoli, also eine Straße, die Neapel teilt. Und Sie sehen hier diese Kirche, die wir gerade in grün, mit dem grünen Dach auf dem anderen Foto gesehen haben. Also, worauf ich hinaus möchte, es gibt auch aus heutigem Blick Monumente, die hervorstechen. Es gibt vor allen Dingen solche Straßen wie diese, als auch diese, die ganz deutlich noch auf das antike Straßenraster verweisen. Und was ich mit Ihnen ja heute eigentlich, was ich Ihnen vorführen möchte, was ich aber auch gerne diskutieren möchte, wie stark solche Repräsentationen von Städten, es hat immer noch jemand sein Mikro an. Ich gucke noch mal ganz böse, was man gar nicht so gut kann bei diesen Versionen, aber bitte alle die Mikros aus. Hört sich wieder besser an. Also, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist, wie man einerseits eine Stadt als Stadtkörper versteht und wie andererseits Medien dazu beitragen, uns dabei zu helfen oder aber eben eigene Argumente zu schaffen. Nochmal. Hier die alte antike Straße Decumanus Maximus, hier eine weitere Decado dazugehörig, also eine weitere antike Straße, die bis heute durchgehalten hat.
Ansicht, die Sie jetzt gerade sehen, ist Google Earth ohne weitere Anmerkung. Wenn man nicht aufpasst und das nicht ausschaltet, sieht das Ganze so aus. Und dann bekommt man eigentlich die kommerzielle Version mehr als heute. Nämlich, Sie sehen dort in Blau angegeben alle möglichen interessanten Gebäude. Ich weise schon mal hin hier. Castel Capuano sehen wir nochmal. Oder Piazza del Gesù Nuovo. Aber Sie haben eben auch Kapitalismus pur in dieser Karte, denn Ihnen wird auch angegeben, die L'Antica Pizzeria da Michele und so weiter. Nur um zu sagen, das haben wir heute als Auswuchs von digitaler Kartografie, auf die wir uns verlassen und von der wir auch glauben, dass sie uns etwas sagt über den Ort. Ich mache jetzt einen ganz klitzekleinen Durchgang durch die Entwicklung Neapels. Zum Beispiel hier. Wenn mal eben das hier so. Zum Beispiel hier haben Sie, das ist aus einem Führer entnommen, das muss ich jetzt nicht näher erklären, einfach die antike Gründung Neapels. Das ist in dem Fall schon die römische, deswegen Plan Nummer 2, Ancient Naples. Ich habe Ihnen in Blau eingezeichnet hier diese drei wichtigen Decumani, die auch hier in der Legende nochmal angegeben sind. Und mit der Nummer 3 den Temple of the Dioscuri oder San Paolo Maggiore. Also ein Tempel, den Tempel aus der Antike, der bis heute in Form einer Kirche übrig geblieben ist. Und nur um Ihnen kurz, damit Sie die späteren Karten überhaupt verstehen, zu zeigen, wie Neapel funktioniert hat. Wir haben hier Neapolis, also die Neugründung von Neapel, wohingegen hier bei A eigentlich die erste Gründung war. Inzwischen hört man auch noch einen interessanten Vogel, den man vielleicht auch noch ausschalten kann. Ich gehe mal weiter. Ich gehe jetzt weiter. Ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. So, doch. Hier haben wir das sogenannte mittelalterliche Neapel. Und ich habe diese Karten nicht zuletzt deswegen ausgewählt, weil sie typisch wie historische Karten das so machen, immer nur das hinzufügen, was neu ist. Also Sie erkennen immer noch schön diese drei waagerechten Straßen. Sie erkennen aber ansonsten sehr viele Kirchen, die neu eingezeichnet sind. Ich weise in dem Fall hier nochmal auf die Nummer 16 hin, wieder Santa Chiara, die wir vorhin gesehen haben. Oder bei 20, das ist der Dom mit dem großen weiteren Komplex dazu. Und die Nummer 11 ist San Lorenzo Maggiore, direkt am antiken Forum, was sich hier befunden hätte. Das ist eine moderne Umzeichnung dieses mittelalterlichen Neapel, aber womit man vielleicht nicht rechnet. Es gibt sehr wohl auch in der frühen Neuzeit bzw. im Spätmittelalter Ansichten der Stadt, die so wahnsinnig genau sind wie diese sogenannte Tavola Strozzi. Das hängt einfach mit dem vormaligen Besitzer zusammen. Und sie hier vielleicht etwas besser als auf den früheren Darstellungen, dass es eine Stadt ist, die in einem Golf liegt, die von Hügeln umgeben ist. Und hier sehen wir eigentlich sehr schön genau die Kirchen, die im 14. Jahrhundert gebaut worden sind, im 15. Jahrhundert aber immer noch die Stadt überragen, nämlich nochmal dieses riesige Santa Chiara, auch nicht wahnsinnig klein San Domenico, der Dom und hier San Giovanni a Carbonara. Ich kann natürlich nicht im Detail jetzt auf diese Bauten eingehen, aber das muss im 14. Jahrhundert so ähnlich gewesen sein wie Hochhausbauten in New York in den 20er Jahren, die einfach die Stadt geprägt haben. Und an diesem Bild ist interessant, dass es die Stadt vom Meer her zeigt und deswegen auch sehr gut zeigt, wie auf der linken Seite verschiedene Kastelle die Stadt bewachen. Ein weiteres Kastell oben über der Stadt eigentlich rund, um das Ganze wiederum zu überwachen und die eigentlich das Tessuto, also das Gewebe der Stadt, sich sehr dicht dort abzeichnet. Wieder weitergeht, kommen wir hier zum Renaissance Naples, das sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es eigentlich weiter in diese Richtung wächst und wie diese auch wiederum moderne Umzeichnung zeigt, vor allen Dingen durch die Hinzufügung von Palästen sich auszeichnet. Ganz besonders wichtig, leider heute in der Kunstgeschichte fast vergessen, dieser Palast Poggio Reale von Alfonso II., einem aragonesischen Herrscher in Neapel, gebaut, vor den Toren der Stadt, damals sehr gelobt als eine der wichtigsten Lustschlösser der Zeit eigentlich. Und damit komme ich zur letzten dieser Umzeichnungen, nämlich zum sogenannten spanischen Neapel. Was bedeutet, wir sind im Habsburgischen Reich, es gibt
Vizekönige in Neapel. Also eigentlich hat die Stadt gar nicht mehr den richtigen Regierungssitz, sondern den Regierungssitz eines Vertreters. Und es werden hier am Rande der Stadt die sogenannten Quartieri Spagnoli gebaut. Das sind im Prinzip Soldatenkasernen. Das ist mir selber erst spät klar geworden. Wir haben eine normale Stadt, eben, die wir die ganze Zeit jetzt gesehen haben. Und wir haben links davon wirklich das Militär sitzen, was alles überwacht. Genau in dieser Zeit, nämlich Mitte 15. Jahrhundert, kommen nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Teilen der Welt viele Menschen auf die Idee, dass Stadtansichten eigentlich was sehr Wichtiges sind, um Kultur und Zivilisation zu verstehen. Und wir sehen hier, ich habe das nur schon mal in klein angezeigt, jetzt kommt es aber in groß, die Ansicht, oder es ist eben schwer zu bezeichnen, es ist eine Mischung aus einer Karte und einer Vogelschau, deswegen das Eingangsbild der Vogelschau von Neapel, entstanden in Rom von einem Zeichner, einem Drucker, Dubrac und Laferrière, was nach wie vor diese alte Stadt hier zeigt, die neuen spanischen Viertel und eben das Ganze in einer sehr schönen Landschaft, die auch hier inszeniert wird. Ich gehe noch mal einen weiter. Nämlich, was ich ja heute auch unbedingt loswerden möchte, ist, Karten versteht man nicht nur, indem man drauf guckt und sucht, was einen gerade interessiert, sondern indem man sich die Legende anguckt. Diese Legende von Duperac-Lafrerie verzeichnet gar nicht so viele Gebäude, verzeichnet sie in einer bestimmten Reihenfolge und die sagt uns eben sehr viel darüber, wie man die Karte lesen muss. Mache ich jetzt nicht im Detail, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, beim nächsten Mal gucken Sie sich die Legende von allen Karten an, die Sie benutzen. Wir haben jetzt, Sinn der Sache ist ja auch, Projekte der Herzianer vorzustellen. Wir haben uns mehrere Karten vorgenommen mit einer Gruppe von Kollegen. Sind viel zu viele, um die jetzt alle zu nennen. Jedenfalls haben wir immer das, was in der Legende genannt wurde, in dem Plan eingezeichnet. Deswegen sehen Sie jetzt diese bunten Gebäude dort, sodass man jetzt, ich habe darauf verzichtet, das online vorführen zu wollen, weil das sowieso nie funktioniert. Nur Sie sehen wenigstens jetzt einen Still davon. Wenn Sie online bei dieser Adresse, die Sie da unten sehen, anklicken würden, auf die einzelnen Gebäude klicken oder mit dem Cursor darüber fahren, sehen Sie, um was es sich dabei handelt. Das ist sehr viel praktischer, als mit dem Auge immer hin und her gehen zu müssen, weil man sich dabei meistens wieder verirrt. Und nur noch mal zum Eintauchen in diese Karte, wie ich vorhin schon erklärt habe, dort die Quartieri Spagnoli, ganz regelmäßige Soldatenquartiere. Hier zum Beispiel wiederum dieses riesige Kloster Santa Chiara, was einfach durch Jahrhunderte durch ein Mahnmal in der gesamten Stadt gewesen sein muss. Und wenn Sie das jetzt eben nochmal in unserer Variante, also in der annotierten Variante sehen, ist es sehr viel einfacher zu verstehen, was in der Legende steht, nämlich Santa Chiara. Und Sie können sofort das Monument sehen. Oder aber, ich habe das nur hier schon mal erwähnt, weil wir später darauf kommen werden, San Paolo. Das ist eben genau die Stelle, wo der antike Haupttempel stand, wo also das Forum war. Nochmal zurück, die gesamte Karte. Sie kennen das Phänomen. Eine Stadt kennt, kann man sich darin zurechtfinden. Der Glaube, sie würde dem Nichtwissenden sofort viel erklären, ist eigentlich falsch, denn man muss dieses Hin und Her aus Legende und Karte eigentlich erstmal hinbekommen. Ja, hier habe ich nur noch mal nebeneinander gestellt, dieses riesige Viertel auf der rechten Seite, eigentlich eines Konventes, und eben das militärische Viertel, also Castelnuovo auf der linken Seite. Und hier noch einmal eine Kirche, auf die wir später noch mal zurückkommen werden, nämlich San Lorenzo Maggiore in der Nähe des antiken Forums. Worauf ich jetzt aber kommen möchte, ist ein Text, einer von vielen Texten, aber dieser hier ist ganz besonders interessant, der aus haargenau dem gleichen Jahr stammt, wie eben dieser Plan von Duperac und Laferrière. Es handelt sich um ein kleines Büchlein von Giovanni da Canota, das übersetzt heißt das vom Ort und Lob der Stadt Neapels mit einer kleinen Geschichte von den Königen und den wichtigsten Dingen, die dort über die Zeit passiert sind. Und der macht einen ganz besonders cleveren rhetorischen Trick. Er holt drei Adlige in eine Villa oberhalb auf dem Berg, wo sie durch ein Fenster gucken sollen und sagt dann, ich mache es gleich auf Deutsch, hattet ihr je eine schönere Ansicht oder Perspektive als diese? Wenn man sie denn in einem dieser Gemälde aus Flandern porträtiert sehen würde,
Wer würde nicht sagen, dass es die erlesenste Sache der Welt wäre? Und ich habe das Glück, sowohl mit flämischer Kunstgeschichte verbandelt zu sein, als auch mit Neapel. Und deswegen muss einem eigentlich sofort dieses leider bis heute kaum interpretierte Bild von Peter Bruegel einfallen. Die Bucht von Neapel hängt hier in Rom in der Galleria Doria Pamphili und stammt auch ungefähr aus dieser Zeit. Und worauf ich hinaus möchte, dieses Bild hat ganz andere Chancen als eine Karte. Es zeigt wirklich Neapel in seiner Besonderheit. Sonnenuntergang, wenn auch viel zu hell. Links ist Westen. Die Stadt hat riesige Wolken über sich. Sie hat Boote vor der Tür. Es wird sogar salutiert. Also wir haben einen besonderen Moment. Und wenn man jetzt etwas näher rangeht, Sie kennen sich ja inzwischen aus. Castel Nuovo, Santa Chiara, diese Riesenkirche, die einfach immer zu sehen ist. Hier haben wir nochmal den Dom zu erkennen. Und wir sehen, in welchem Schwung diese Mole hier herumgeführt wird. Etwas, was die Topografen Bruegel immer vorgehalten haben, was aber eigentlich ganz besonders dynamisches Zeichen dieser Stadt ist. Wenn man dieses Bild ikonografisch deuten möchte und sich fragt, was das eigentlich soll, dann kommt man, okay, das war noch Gesamtansicht, dieser Idee von Takanyota entspricht, so toll kann Neapel aussehen, wenn man es einfach in einer Ansicht von einem flandrischen Maler oder flämischen Maler sehen würde. Und da waren wir schon angegangen. Genau. Und wenn man sich jetzt Details in diesem Bild ansieht, wir sind in dem Bruegel-Bild und wir hätten solche Details wie hier Poggio Reale, was ich Ihnen vorhin auf den Karten gezeigt habe, beziehungsweise hier auch einen weiteren Palast, der tatsächlich auffällt in diesem Film, nämlich der des Vizekönigs. Und deswegen ist man auf solche Dinge gekommen, wie zu sagen, ja, das kann nur der Vizekönig in Auftrag gegeben haben, der insbesondere dieses Bild von Neapel haben möchte. Ich habe Ihnen nochmal den Text von Takanyota unten in Italienisch hingeschrieben. Ich kann den aber schnell übersetzen, denn das Interessante ist, dass er ja zuerst sagt, wir müssen verstehen Neapel nur, wenn wir es in einem Bild eines Flamen sehen. Dann antwortet aber jemand anders, ja, wir können aber auch unseren eigenen Blick Vista Nostra ansehen. Dann werden sich unsere Geister rekreieren, weil wir so viel Grün sehen, weil die Seele sich sofort erneuert, wenn sie mit dem Auge über diese schönen Wellen hinweg sieht und wenn sie eben sieht, wie schön in einer Zeit, also in einem Moment auf einmal tolle Gebäude, Grandi Edifici und alles das, was wir heute sehen, so vago, das heißt so schön und von so vielen Pflanzen umgeben ist. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Mir kommt es darauf an, eine Stadt zu erfassen, geht eben nicht nur über Karten, sondern man lobt sie am Ende besser, indem man sie in solchen Bildern wiedergibt. Ich habe die nochmal nebeneinander gesetzt. Zwei Bilder gleiches Jahr, mehr oder weniger. Die akzentuieren natürlich vollkommen verschiedene Dinge, sind aber höchstwahrscheinlich gegenseitig voneinander informiert. Und darum geht es mir eigentlich die ganze Zeit in diesen Projekten, dass man einfach festhält, es gibt nicht nur Kartografen oder Maler oder Leute, die Texte schreiben, sondern die arbeiten zusammen. Nicht hier weiterkommen. Genau. Und deswegen noch ein letztes Detail oder vorletztes Detail aus dem Text von Takanyota. Die streiten sich die ganze Zeit darüber, was kann man, wo sieht man denn jetzt eigentlich besser? Dann sagt ein anderer, naja, sehr schön, aber die Heiterkeit spürt man eigentlich erst, wenn man hingeht, wenn man die Einzelheiten sieht. Die Paläste, die geschmückten Kirchen, die Seggi, die Brunnen, die Straßen, die Reiter und so weiter. Und der Letzte sagt aber dann doch nochmal Gegenargument. Ja, aber da ist es so lärmig, was wir heute als Neapel-Besucher sofort sagen würden. Hier, von hier oben, haben wir die heitere Ansicht. Man sieht sie im Detail an, man sieht die Lage und man sieht, wie die Stadt wie ein Theater von der Natur geschaffen wurde, umgeben von den Hügeln. Und man sieht eben nicht nur die Form, sondern auch die Größe und Schönheit. Und das sind genau die Punkte, die damals im 16. Jahrhundert verhandelt werden. Es gibt aber auch andere Fälle. Hier haben wir eine Abhandlung eines Urbanisten, 20 Jahre später circa. Und wenn Sie da mal hingucken, müssen Sie sich erstmal orientieren. Ich gebe Ihnen mal daneben wiederum den Plan, den wir gerade gesehen haben. Das ist natürlich eine vollkommene Verzerrung. Der Fonticolano möchte zeigen, wie sein Vizekönig, der Pietro de Toledo, diese Strada di Toledo, super geplant hat, ganz geradlinig. Die ist nicht geradlinig, aber die hat die Stadt geordnet. Und das kann man sehen, wenn man sich diesen
nochmal in unsere normalen Sehgewohnheiten dreht. Es ist übertrieben, aber es zeigt besonders, wie eine Stadt geordnet ist. Auch das kann Kartografie, auch wenn sie damit die Details auslässt. Hier noch einmal zwei Details, nämlich Sedili, etwas, was dem Laien vielleicht nichts sagt. Das sind Versammlungsorte der Adligen gewesen, die sich eigentlich organisiert haben über diese Sedili, in denen sie im Prinzip politische Vertretungen hatten. Ich tue das nochmal neben einen modernen Plan dieser Sedili. Da sieht man die Machtbereiche dieser Sedili, die aber in einem Plan des 16. Jahrhunderts nur eingezeichnet werden als kleine Orte, die aber ganz besonders wichtig sind, um die Stadt zu verstehen. So, gleiche Zeit, 1582, haben wir nun wiederum einen Niederländer oder besser gesagt einen Belgier, Flamen sagen wir mal, der Neapel zeichnet und es wird Ihnen so gehen wie uns allen. Man erkennt überhaupt nichts, weil es die Ansicht von der völlig falschen Seite ist, die man eigentlich nicht kennt. Dafür wird die Stadt aber ganz besonders gut befestigt gezeigt. Man sieht den Vesuv da hinten, der in den Darstellungen damals noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich zoome da jetzt mal ran. Ich hoffe, Sie sehen meinen Cursor. Hier haben wir wieder unser Santa Chiara, was wir schon mehrfach gesehen haben. Hier haben wir San Domenico und hier hinten müsste dann die Kathedrale liegen und eigentlich etwas zu nah dran der Vesuv. Noch etwas näher, ich zeige Ihnen hier nochmal diese Monumente, die aber mit bloßem Auge gar nicht so leicht zu erkennen sind. Wir werden demnächst nach Wien fahren und uns endlich diesen Plan ansehen, der leider im Depot liegt und hoffen, dass wir dann zu weiteren Erkenntnissen kommen. Was wir genauso mit dem Plan vorher gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, alles, was wir auf diesem Plan erkennen können, einzuzeichnen und nach der Erkenntnis aus Karten auch diese Zeichnung lesbar zu machen. Die ist natürlich so deutlich hässlicher, als wenn sie nicht eingefärbt ist. Aber dafür kann man erkennen, was die einzelnen Gebäude sind. Zum Beispiel, ich nehme immer wieder das gleiche Beispiel, der antike Tempel gegenüber von San Lorenzo oder aber Santa Chiara, die in Wahrheit sicherlich anders aussah, die aber hier gekennzeichnet wird als eine französische Kirche. Oder aber last but not least nochmal der Dom, der zu unserem großen Erstaunen auf dieser Zeichnung ganz einfach an der falschen Stelle ist. Das sind so Dinge, die man sich fragt, wenn man sich so genaue Zeichnungen anguckt, sie annotiert, also mit Plänen vergleicht und dann zu ganz neuen Erkenntnissen kommt. Darauf würde ich gerne länger eingehen, kann ich aber hier nicht. Das Interessante ist, wie Ende 16. Jahrhundert der Versuch eines Zeichners ausfällt, die ganze Stadt in einem Panoramablick zu erfassen, indem er einerseits sehr genaue Einzeichnungen hervorbringt, andererseits aber auch auf Dinge verzichten muss, die zum Beispiel eine Karte viel besser darstellen kann. Und damit komme ich schon zu dem letzten großen Beispiel einer Kartierung von Neapel. Gucken Sie genau hin, die Maße da unten stimmen. 5 mal 2,30 Meter, also das ist eine Wand, eine große Wand, auf die diese ganze Karte passt, die in einer wahnsinnig großen Anstrengung in 20 Jahren überhaupt erstmal erstellt wurde und dann eben gedruckt wurde in sehr vielen Blättern. Sie sehen ja, wie das zusammengesetzt ist. Sie hat vor allen Dingen, ich gehe nochmal zurück, Sie sehen da unten diesen riesen Textteil, das ist die Spiegazione, also die Erklärung dessen, was auf der Karte überhaupt dargestellt ist. Ich gehe noch mal etwas weiter. Wir haben auch in diesem Fall einfach genommen, was in diesen Spiegazioni drinsteht und haben das übertragen auf die Bauten im Plan, die dort zu sehen sind. Deswegen wieder so bunt, also die Unterscheidung von sakralen Bauten, öffentlichen, privaten und so weiter. Moment, falsche Richtung. So, wir nähern uns jetzt langsam wieder dem Zentrum, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Und ich zeige Ihnen jetzt auch wieder vorsichtshalber nur in Screenshots, wie das funktioniert. Nämlich, wenn wir auf dieses San Paolo Maggiore gehen, sagt uns eine Karte des 18. Jahrhunderts, jetzt schon sehr genau auf Palimpsest eingehend, heute ist das die Chiesa dei Teatini, also heißt San Paolo, ist eine Teatinerkirche. In den ältesten Zeiten war das mal ein Tempel, den Dioskuren gewidmet, Castor, Pollux und so weiter, und ist dann aber 1687 kaputt gegangen aufgrund eines Erdbebens. Geh noch mal weiter. Moment, das will immer nicht immer. San Lorenzo Maggiore, die sehen Sie da bei 245, hingegen ist eine Kirche, die
von den Franziskanern benutzt wird, aber von Karl dem I. gegründet und von Karl dem II. Weitergebaut wurde. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Dieser Plan versucht längst Geschichte in die Karte einzubringen. Und hier haben Sie nochmal eingezeichnet einen solchen Seggio, wie ich Ihnen den vorhin auf dem Ponticolano-Plan gezeigt habe. Also sehr kompliziert, ein solcher Seggio, der hieß mal Montagna, dann kam Forcella dazu, heißt aber eigentlich Sedile del Teatro. Und außerdem ist hier in der Nähe auch noch die Chiesa di Santa Maria della Sanità. Was ich an dieser Stelle schon mal zeigen möchte, Sie sehen diese komische Verkrümmung hier, das ist bis heute im Stadtplan enthalten. Das ist nämlich eigentlich das Theater, was immer noch unter den Häusern liegt und was sich in den Stadtplan eingeschrieben hat. Und als letztes hier als Beispiel, es wird hingewiesen hier auf diese Piazza bei 242, Piazza di San Lorenzo. Heute heißt sie der Alte Markt, Mercato Vecchio, und die Straße darunter hieß mal Augustale, heißt aber heute San Lorenzo. Also, ein Plan aus dem 18. Jahrhundert versucht, die ganzen palimpsestartigen Tiefenbohrungen dieser Stadt festzuhalten und hält eben fest. Also, wir haben einmal den Seggio, wir haben den antiken Tempel. Wir haben eine Kirche, die über einem antiken Markt steht, und wir haben eigentlich einen Konvent, der über der römischen Kuria liegt. Das sind die Probleme der Kunsthistoriker, sich all diese historischen Schichtungen klarzumachen, wenn sie damit arbeiten. Und Karten helfen uns dabei, diese Nachbarschaften überhaupt immer wieder ins Bewusstsein zu heben. Also nochmal, Sie haben die zur Werbung unsere E-Mail, die Internetadresse da unten. Denn das Besondere ist tatsächlich, dass man, wenn man online mit diesem Plan umgeht, man auf Kirchen stößt, auf die man sonst so nie gestoßen wäre. Und man ahnt die Arbeit, die hinter einem solchen Plan steckt, um überhaupt die Schichtung Neapels zu verstehen. Ich gehe wirklich als allerletztes in diese, mal kurz an diesen Ort, von dem die ganze Zeit die Rede war. Nämlich das antike Forum, das heute so aussieht wie auf dem Foto links. Und Sie sehen rechts einen Stich, der in einer Publikation von 1692 zu sehen war, in dem mit Entsetzen davon berichtet wird, dass wir ja mal einen antiken Tempel hatten, andererseits aber der eben zugrunde gegangen ist und wir heute nur noch zwei Säulen davon haben, die übrig geblieben sind. Für sowas ist dann eine solche Zeichnung wie unser Stilen-Sinemolen-Plan, den wir vorhin gesehen haben, 1582, sehr schön, weil sie dort genau diesen Tempel quasi noch als Tempel mit Kirche gegenüber von der anderen Kirche stehen sehen und man hat eine vage Ahnung davon, wie es mal war. Heute sind wir natürlich sehr viel weiter. Diese Kirche San Lorenzo, die auf dem römischen Markt steht, ist erhalten, ist mehrfach restauriert, auch nach dem Erdbeben, dem letzten von 1980. Darunter gibt es den römischen Markt und man kann das alles besuchen. Aber nur um zu sagen, Neapel, noch stärker vielleicht als Rom in manchen Fällen, ist durch diese Stratifikation hier geprägt. Zwischen dem römischen Macellum und unserer gotischen Kirche, die man heute bewundern kann, Travevolette in Anführungszeichen, gab es eine frühchristliche Kirche, die in den Dimensionen ungefähr so sich zu der gotischen verhielt. Und hier sehen Sie einen Blick in eine leergeräumte gotische Kirche, die von den Anjou im 13. Jahrhundert dort erbaut wurde. Sie erinnern sich, vorhin stand da Karl der I., Karl der II. Die haben diese für die Napolitaner damals sehr ungewöhnlich wirkende Kirche dort gebaut. Aber sie richtet sich eben immer noch nach dem, was im Untergrund zu finden ist, nämlich dem römischen Markt und ist im rechten Winkel da drauf gebaut. Die liebste touristische Attraktion heute ist, oder eine der vielen, ist das sogenannte Napoli Sotterranea. Also Sie können durch viele von diesen Gängen, die im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende in Neapel entstandenen Gänge laufen. Sie können dabei diese Schichtung, um die es mir ja ging, wenn man verstehen möchte, wie Neapel eigentlich strukturiert ist, ansehen. Allerdings ist natürlich die Führung mehr auf Spektakuläres aus als auf anderes. Ich möchte Ihnen zuletzt noch zeigen, eben anders als in Rom, wo das Teatro Macello oder auch das Kolosseum heute längst wieder also clean sind, um tatsächlich die römischen Formen zu zeigen. In Neapel sieht es bis heute so aus, was Sie in dem Plan von vorhin aus der Antike unter der Nummer 1 sehen, nämlich das kleinere der beiden Theater, aber das größere auch, sind bis heute die Grundfesten und zum Teil auch bis in den Oberbau hinaufgehende Teile der
Gebäude in Neapel, sodass es eigentlich eine viel interessantere Stadt ist, um eben genau sich diese Schichtungen anzusehen. So, last Folie. Sie sehen hier völlig unterschiedliche Darstellungen dieser Stadt. Historische Karten, wie man sie heute nutzt, um Geschichte zu erklären, genauso wie ich das gemacht habe. Eine Karte von 1566, die versucht, die bestmögliche Version der damaligen Zeit zu geben, dabei aber eine sehr große Auswahl trifft der Bauten, die sie überhaupt zeigt. Oben rechts ein Ausschnitt aus dem Duca di Noia, Mitte 18. Jahrhundert, der eine ganz dichte Bebauung der Stadt zeigt und das Bewusstsein dafür, was alles darunter liegt. Eine Ansicht aus dem 16. Jahrhundert mit diesen sehr schwer zu identifizierenden Bauten, mit der wir immer noch nicht fertig sind, an der wir uns aber noch abmühen. Und dann eben solche Dinge wie unten den Pieter Bröckel, den man eigentlich mit ganz anderen allegorischen Bildern verbindet, der uns aber hier auch eine hervorragende Version des dynamischen Neapels unter den Vizekönigen bietet. Damit stoppe ich erstmal und bin gespannt auf Ihre Fragen. Schon, dass die allerersten Fragen eingegangen sind. Hier ist ein Hinweis darauf, dass in der Tat in dem unteren Bereich meines Gesichts etwas ist. Das ist die Sonne. Die Sonne fällt hier sehr unglücklich durch das Fenster. Ja, ich rücke mich mal rum. So, dann geht das schon mal, dieses Problem haben wir schon mal gelöst. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich lasse die peu à peu einfließen. Die Fragen bisher sind nicht viele. Deswegen beginne ich jetzt mal so. Sie sagten an einer Stelle bei der einen Karte, Sie versuchen, die alle zu identifizieren, die Gebäude. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass manche davon sich nicht nur deswegen nicht identifizieren lassen, weil wir es einfach nicht wissen, sondern weil der Zeichner gar nicht das Interesse daran hatte, tatsächlich Gebäude abzubilden, sondern welche erfunden hat? Oder weil er gerade da nicht die Zeit hatte, es also etwas provisorisch, sag ich mal, über gemacht hat, wie es gepasst hat. Ich habe, wie das so ist, wenn man frei spricht, dann lässt man eben doch Dinge weg. Also gerade bei dieser wahnsinnig interessanten Zeichnung von dem Jan van Steenemolen ist eigentlich das Witzige, dass er, wenn Sie noch mal mental vergleichen, was Sie so verschieden gesehen haben, an Stellen, wo irre viel Gebäude gewesen sein müssen, er einfach Land gibt, womit man das da gar nicht mehr sein konnte. Aber in der Gruppe, in der wir darüber arbeiten, haben wir uns wirklich inzwischen gedacht, es muss eigentlich damit zusammenhängen, dass er das Gelände eigentlich anzeigen möchte, dass es da eben hochgeht und dass er deswegen eigentlich einen Hügel angibt anstelle von Klostergärten, die da eigentlich hätten sein müssen. Und in der Tat, mir ist es ein Anliegen, genau zu sagen, es geht nie darum, einfach nur zu zeigen, was da ist, sondern man hat Interessen mit einer bestimmten Darstellungsform. Und zum Beispiel Steenemolen wollte wirklich zeigen, wie diese Stadt orografisch, also in den Höhenlinien, gebaut ist. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen bei allen möglichen anderen Problemen, die er nicht löst. Genau, und die eine Karte, von der, die im 18. Jahrhundert war, die die Schichtungen sehr deutlich zeigt oder sich darum bemüht, ist das eigentlich was, wo Sie sagen, das ist sehr ungewöhnlich in der Kartografie dieses Jahrhunderts, dass man wirklich sich darum bemüht, zu sagen, diese Kirche war früher was anderes und dergleichen. Ist das was, was nur diesen Künstler interessiert hat oder diesen Kartografen, oder ist das was, was in der Zeit, sag ich mal ganz grundsätzlich, ein Anliegen war und dann vielleicht nicht mehr? Was die meisten wahrscheinlich kennen, eben besser als den Duca di Noia, ist der Nolli-Plan von Rom. Der ist rauf und runter digitalisiert und sehr berühmt. Es ist genau die gleiche Zeit und der macht ganz ähnliche Dinge. Das ist einfach spätes 18. Jahrhundert hat man einen Sinn dafür, dass man eine Schicht erfassen kann in der Kartografie, dass man aber sehr wohl benennen muss, wie viele andere Dinge da noch drunter liegen. Erstaunt, unser Vorteil heute ist ja, und daran arbeiten wir eben technisch, wie man verschiedene Layers übereinander legen kann, sodass man quasi sagen kann, ich gehe aus dem 18. Jahrhundert auf 16. runter und sehe dann, was dort genau zu sehen ist. Das Problem daran ist, wenn man anfängt, die Sachen zu georeferenzieren, gibt es immer gewisse Unebenheiten und man insinuiert wieder eine Genauigkeit, die wir eben genau nicht insinuieren wollen. Wir wollten es fürs Erste so lassen, dass die Karte wirklich nur das sagen kann, was sie eben sagt und nicht mehr. Kann man, wenn man jetzt sagt, in der Zeit war das typisch, dass sie gesucht haben nach derartigen Schichtungen, die Kartografen, dass sie vielleicht nachher, vorher und nachher nicht mehr so stark gemacht haben? Kann man das so sagen? Und wenn ja, Ich glaube, nee, man muss eher sagen, spätes 18. Jahrhundert ist der Beginn
dieser Interessenslage. Das gibt es für all die großen Städte, dass man sich darüber klar wird, was man eigentlich an Funden darunter hat. Und berühmt, wie gesagt, ist sowohl der Nolli als auch der Duca di Noia, die gehen, also an dem Plan wurde 20 Jahre gearbeitet. Und man muss sich vorstellen, die gehen quasi zu den Architekten, die gerade neue Kirchen bauen und holen sich die Grundrisse, damit sie den prospektiven Grundriss auch schon einzeichnen können. Also eine Kirche, die vielleicht noch gar nicht fertig ist, weil man weiß, wie lange es dauert, bis der Druck endlich funktioniert, wird aber trotzdem schon eingezeichnet, damit er lange halbwegs aktuell bleibt. Also in beide Richtungen gehen eigentlich diese Versuche, genau zu sein. Ich würde vielleicht nochmal eine ganz grundsätzliche Frage erstmal stellen. Seit wann interessieren sich Kunsthistoriker überhaupt so stark für Karten? Weil der Laie, sagen der Laie, gar nicht denken würde, dass sie das tun. Seit wann wüsste ich jetzt gar nicht mal sozusagen. Ich glaube, es gab immer so ein paar schwarze Schafe, die auch sowas gemacht haben. Ich kann eigentlich nur für mich sprechen in dem Fall. Ich finde, natürlich machen die Geografen wahnsinnig interessante Sachen und gerade die moderne Geografie ist ja weit entfernt davon, nur sich mit topografischen Karten zu beschäftigen, sondern macht eben vieles von dem, was mich interessiert, auch. Aber trotzdem ging es mir eigentlich so, dass es mir schien, die Karten eben abholen zu müssen von dem Punkt, wo sie einfach immer nur als Referenz auf die Wirklichkeit gesehen werden und in ihrer ästhetischen Besonderheit ernst zu nehmen sind. Denn selbst die wenigen Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, ist ja eigentlich klar, dass das, obwohl die viele davon irgendwie Karten sind, die sehr unterschiedlich funktionieren. Und zum Beispiel so eine Karte wie der Duperac La Frérie, also 1566, der die Stadt quasi als Karte gibt, mit isometrischem Aufriss, sprich die Gebäude sind so hochgeklappt, aber drumherum ist ja die Landschaft, der versucht beides. Der will genau die Stadt und will auch genau das Land. Und das hat mich immer fasziniert, weil es eben sehr entfernt ist von dem, was wir so mit unseren an meinen Wänden viel hängenden Michelin-Karten oder Ähnlichem zu tun haben. Ja, genau, da kommen wir auf jeden Fall dazu. Jetzt möchte ich mal eine Frage, die mir hier gestellt wird im Chat. Gibt es auch politische, kulturelle und ideologische Gründe für Unterlassungen und Hinzufügungen? Mal das noch mal. So natürlich. Natürlich, und zwar vielleicht ein paar noch. Ja, das war das, was ich versucht habe, da zu sagen mit dieser Legende, allein schon bei dem Duperac La Frérie. Man muss natürlich immer sehen, wer steckt hinter so einem, also wer bezahlt eigentlich überhaupt für die Karte. Das ist bei dem von 1566, ist es wirklich eine Werkstatt, also keiner weiß, wer die Karte wirklich gezeichnet hat, aber die es publizieren, verdienen einfach nur selbst daran. Deswegen kann man daraus zumindest nicht absehen, warum sie genau diese Orte hervorgehoben haben. Aber es ist sehr interessant, dass sie in der Legende, auf die ich vorher nicht genau eingegangen bin, mit den militärisch interessanten Dingen, nämlich den Kastellen, den Mauern, den Stadttoren, dann erst so langsam bei den Kirchen landen. Also es ist schon eine Skala, die vor allen Dingen mal die Möglichkeit, die Stadt zu verteidigen, sehr hoch hängt. Bei dem Duca di Noia, also diesem Superplan aus dem 18. Jahrhundert, ist es so, dass die am Anfang auch unter königlicher Auftraggeberschaft angefangen haben. In der zweiten Version ist aber oben sind die ganzen Seggi, von denen ich gesprochen habe, also diese Adelsvereinigungen, die geben sich dort zu zeigen und die haben großes Interesse daran, dass zum Beispiel ihre Paläste alle ganz genau verzeichnet sind. Aber es ist eben nur noch, es gibt eigentlich im 18. Jahrhundert dann nur noch Nuancen, weil der Plan ja wirklich fast jedes Gebäude benennt. Es sind ungefähr 500 Einträge in diesem Plan, sodass es schon schwierig ist, etwas wegzulassen. Aber es gibt eben natürlich Nuancen darin, was überhaupt aufgenommen wird. Zum Beispiel Straßen, die sind nicht alle drin, aber manche sind drin. Genau, Sie haben ja ganz eingangs gesagt, unsere heutigen Karten legen den Schwerpunkt, also Kapitalismus pur, sagten Sie, weil wir dann die Pizzeria und alles Mögliche drin haben, andererseits aber natürlich auch die Sehenswürdigkeiten. Und man kann auch sofort den kleinen Wikipedia-Artikel dazu einblenden. Ja, aber ich muss sagen, ich kann da ja Abende und Nächte mit zubringen, wie sich wahrscheinlich alle nach dem Vortrag denken können. Denn das Irre ist ja bei Google Maps, je nachdem, wie man zoomt, poppen andere Dinge auf. Mich würde ja zu sehr interessieren, ich wüsste zu gerne, wie dieser Algorithmus dahinter funktioniert,
warum, wann Restaurants kommen oder ob die von mir schon wissen, dass ich immer nur ins Museum will und deswegen mir nur noch die Museen zeigen oder so. Auf jeden Fall diese Vorstellung, man würde da irgendwas gezeigt bekommen, was da tatsächlich wichtig ist, ist, glaube ich, tendenziell verfehlt. Und man muss sich ja schon sehr bemühen, diese Layers auszuschalten. Ich habe das gestern versucht, um eben ein paar andere Bilder zu zeigen, aber man muss schon sehr viel Klicks machen, um nicht diese Angebote alle zu bekommen. Aber es heißt ja, dass jeder sich seine, also wenn wir denn beherrschen würden, wie wir es machen sollten, so ungefähr wie es gedacht ist, dann kann sich ja jeder seine ganz individuelle Karte sozusagen runterladen. Also die für ihn ganz individuell wichtigen Dinge runterladen. Insofern ist es dann schon vielleicht eine Art Objektivität, wenn man so will, ne? Was dann normalerweise eigentlich Ah, nicht ist. ja, Frau Jetzt erst Nolte. dann, wenn Nein, sie ganz nein. ja. Nur noch mal kurz, also was für mich eine ganz, was es, glaube ich, seit, sagen wir mal, 5 Jahren oder so gibt, ist Google Maps überhaupt von der Ortelius-Projektion, von der Mercator-Projektion weggegangen. Dauert jetzt zu lange zu erklären. Mercator-Projektion kennen Sie alle noch aus der Schule. Die führt dazu, die Längengrade sind parallel. Das führt dazu, dass alles, was an den Polen ist, riesig ist. Also die Proportionen stimmen nicht. Und das war bis ewig auch bei Google so. Und jetzt haben sie endlich diese Globus-Variante, heißt so, wo man sich, wo sich alles so ein bisschen dreht und dass die Rundung einbezogen wird. Aber es war wirklich interessant, dass eine vollkommen veraltete Projektion, die einfach nur für die Seefahrt im 16. Jahrhundert eingeführt wurde, auf so einer Karte wie Google Maps eine Rolle spielte und die Erdteile vollkommen verzerrt wiedergegeben hat. Also das allein fand ich extrem interessant und völlig unnötig. Und wie gesagt, bis so vor 5 Jahren oder so hielt sich das. Ja, okay, war dann also noch nicht perfekt, aber es ist kein prinzipieller Einwand, rein theoretisch. Es geht ja jetzt um die Frage, ist es prinzipiell möglich, etwas so zu erfassen, ohne dass es da drei gleichen Interpretationen dahin. Also klar, mein subjektives Interesse leitet mich dann dahin, dass mich interessieren nur die Pizzerien oder so. Aber theoretisch könnte ich aus den Google Maps mir alles raussuchen, was mich dann eben interessiert. Ja, ich sehe schon, dafür bräuchten wir Doch mir länger. Stunden. Nein, Ja. einfach, worum es mir wirklich bei Karten ankommt, das Wichtige ist, was ist drauf und was ist nicht drauf. Also an der Karte, das Schlimme an der Karte ist, sie kann nicht nichts zeigen. Wo nichts ist, bedeutet es eben auch, also wo nichts eingezeichnet ist, bedeutet es eben auch etwas, das da nichts ist. Also selbst wenn ich mir meine Karte mache und alles ausblende, mache ich mir eine Version der Welt, die eben auch nicht der Natürlich, Welt entspricht. natürlich, das ist Und auch diese natürlich. Relationalität ist das eigentliche Hauptproblem an der Karte. Also so gut Karten sind. Ja, nee. Das leite ich mal über zu einer Frage aus dem Chat, nämlich über einen, worüber Sie eben nicht sehr viel gesprochen haben, wo vielleicht manche dachten, dass würden Sie mehr darüber sprechen, ist der Vesuv, der ja, wie von dem Sie an einer Stelle mal sagten, er ist da auf dieser Karte noch nicht so doll oder ganz generell wird er zu bestimmten Zeiten nicht so doll beschrieben und bemalt und gezeichnet als zu anderen. Hier ist die Frage eben, ab welchem Zeitpunkt spielt der Vesuv eine größere Rolle? Und wenn ja, kann man die geänderten, die durch die Ausbrüche veränderten Silhouetten erkennen? Ich bin keine, da müsste meine Assistentin Elisabetta Scirocco zu antworten. Vorhin habe ich die mal gesehen, egal, aber die kennt sich damit besser aus. Also jedenfalls ist es so, dass der Vesuv ohnehin ich würde mal sagen, neuzeitliche Zutat zu Neapel ist. Eben erst nach den spektakulären Ausbrüchen des 17. Jahrhunderts insbesondere gehört er zur Ansicht dazu, ist dann immer irgendwo dabei und hat immer diese schöne Wolke darüber, weil er so schön gefährlich aussieht. Und in der Tat, man kann an bestimmten Gemälden, die ich jetzt alle nicht gezeigt habe, kann man dieses Auseinanderbrechen der beiden, es sind ja Somma und Vesuvio, also sowieso zwei verschiedene Kuppen, die unterschiedliche Formen annehmen, das kann man sehr gut verfolgen. Aber ein Problem an der Kartografie ist, was insbesondere in der Schweiz-Kartografie sich vor ein paar Jahren von jedenfalls untersucht wurde. Gerade die Höhenlinien sind wahnsinnig spät in der Kartografie gelandet. Wir sind so daran gewöhnt, dass man, ne, immer diese schönen Kreise sieht, wo dann mal so und so viel Meter Höhe und so weiter stehen. Das ist eine sehr späte Errungenschaft, ich glaube sogar erst des späten 18., die wir in diesen ganzen Landkarten aus der Zeit, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe, überhaupt nie finden. Also die Silhouette des Vesuvs, wenn dann auf Ansichten, auf den Karten selber, wird sie nicht in der Weise thematisiert.
Das heißt, der Grund, dass der Vesuv plötzlich stärker in den Fokus kommt, ist der Ausbruch, also die Angst, die er denn hier, wurde noch gefragt, wodurch kann man das erklären, dass er plötzlich stärker in den Fokus kommt, wäre dies mit einem stärkeren Interesse für die Natur oder Ehrfurcht vor der Gewalt der Natur zu erklären? Ehrfurcht vor der Gewalt. Ich meine, der Vesuv, der ist ja jetzt sehr lange ruhig, glücklicherweise. Aber wie Sie alle wissen, nicht nur der Vesuv, sondern vor der Küste im Meer droht eigentlich, also alle rechnen damit, dass es irgendwann wieder soweit ist. Aber das ganze 20. Jahrhundert durch, also woran einige von uns sich noch erinnern können, waren es, wenn dann mal ein paar kleine Lavaströmchen, aber eben keine Eruptionen in dem Sinne. Die großen Katastrophen waren im 17. Jahrhundert. Und man muss eben immer unterscheiden, das habe ich auch alles nur von Elisabetta Scirocco gelernt, es gibt einerseits die Erdbeben, die dann die Stadt getroffen haben, wie dieses große 1688, viele andere auch, auch Tsunamis, die wir heute so nennen, die damals eben auch nur Erdbeben hießen, dann aber die Stadt überflutet haben, eins am Ende des 15. Jahrhunderts und der Vesuvausbruch. Das sind halt drei verschiedene Dinge, entweder nur die Erde bebt oder die See bebt oder es kommt was aus dem Vulkan raus. Und das wird in der Geschichte auch häufig so ein bisschen vermengt. Und wir sind heute dank Goethe und so weiter so auf den Vesuv fixiert, aber der war anfangs gar nicht das Hauptmahnmal für Neapel. Hier war eine weitere Frage, die bezieht sich auf was anderes, wo man sich fragen kann, ist das schon eingezeichnet oder nicht? Nämlich sind die wichtigen neuen Ausgrabungen bei Duca di Noia, sind da die Ausgrabungen in Herculaneum und Pompeji eingezeichnet? Nee, leider nicht. Habe ich in der Tat noch nie drüber nachgedacht. Also ich müsste vielleicht sogar wirklich noch mal nachgucken, aber soweit ich mich erinnere, tauchen die nicht auf. Nee. Gucken Sie auf der Seite nach. Ich finde jetzt so schnell nicht wieder die, aber wenn Sie irgendwie über Bibelherzkarten die Neuer oder so, müssten Sie eigentlich auf den entsprechenden Link kommen und alles, was der in seiner Legende angegeben hat, haben wir annotiert. Also dann würde man es sofort finden. Ich habe da nie nachgesucht, muss ich zugeben. Hier war nochmal der Hinweis von Frau Kiewitz von der Max-Planck-Gesellschaft an Sie. Das ist also nicht nur an Sie speziell, an alle. Das ist nämlich auch eine Veranstaltung zum Vesuv Ende des Jahres geben wird. Das werden Sie dann sehr gut. Genau. Also beantworten wir alle Fragen. Mich würde nochmal interessieren, die Schichtung. Einerseits haben wir die Schichtung gesagt, bei den Steinen, bei den Kirchen, bei den Märkten, bei den Gebäuden, bei den Karten. Was ist mit den Schichtungen im Gehirn der Neapolitaner? Ist das noch bewusst, sag mal, diese verschiedenen, also ist natürlich sehr viel bewusster als jetzt Menschen, die in Berlin oder auch in den USA leben, die sowas gar nicht so stark fühlen, die Geschichte, wie die Neapolitaner. Aber würden Sie sagen, dass beim Gespräch mit normalen Neapolitanern diese Schichtungen im Bewusstsein sind? Ja, die ist leider zu einer Ausrede für alles Mögliche geworden. Die ist präsent in dem Sinne, dass, ich meine, wir haben ja alle, befürchte, alle haben gewisse Vorurteile Neapel gegenüber, dass eben manches nicht vorwärts geht und so weiter. Wobei, also jetzt in Rom leben, würde ich sagen, in Neapel funktioniert im Moment vieles besser als in Rom und es geht auch vieles gut voran, aber eben die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war gerade nach dem Zweiten Weltkrieg eben doch davon geprägt, dass man sich nach wie vor darauf ausgeruht hat, zu sagen, ja, wir hatten hier immer Fremdherrschaften, ne? Wie gesehen, wir hatten die Griechen, die Römer, die Spanier, die Franzosen und wen nicht alles und wir mussten die ertragen und deswegen können wir uns eigentlich auch nicht so richtig wehren und was Eigenes aufbauen. Das ist aber gerade etwas, was wir in der Abteilung versuchen, dem entgegenzusteuern und das eben positiv zu konnotieren und nicht immer nur zu sagen, ja, da ist jetzt eine französisch-gotische Kirche oder ein spanisch-Renaissance-Kastell, sondern zu sagen, ja, es ist aber Neapel. Und da findet man eben nochmal andere Versionen, um diese Sachen umzusetzen, die natürlich auch von außen hereingetragen werden, aber nicht einfach oktroyiert werden, sondern neu gestaltet vor Ort dann. Ja. Kann man Neapel strukturieren? Das ist ja auch eine Frage, die hier kommt. Kann man denn überhaupt eine Stadt strukturieren und speziell Neapel, die so sehr vielschichtig ist und chaotisch auch ist? Natürlich, wir versuchen zu strukturieren, wir wollen strukturieren, aber wie weit kommen wir? Klar, ich meine, eben ich habe diesen Fokus auf Neapel, weil ich nach wie vor finde, die Stadt verdient es einfach, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ansonsten kann man ähnliche Fragen selbstverständlich an alle
aus der Antike oder noch länger bestehenden Städte anwenden. Ich würde schon sagen, dass Neapel nochmal einen besonderen Fokus hat, weil es einfach viel stärker bis heute aufeinander aufbaut. Also in Rom hat der Faschismus ganz anders zugeschlagen. Also kein Mensch würde das Forum Romanum so sehen, wie man es heute sieht, oder das Kolosseum oder das Teatro Marcello, wenn nicht der Doge, wie auch immer, da in Anführungszeichen aufgeräumt hätte. Nicht, dass ich das befürworten würde. Nur, wir haben von Rom das Gefühl, hier ist es sichtbar und hier sieht man die Antike. Aber in einer Stadt wie Neapel, wo die Häuser eben noch in den antiken Bauten mittendrin sind, ist es eigentlich fast interessanter, weil man eben nicht eine gesäuberte Antike mit irgendeiner Vorstellung der 30er Jahre bekommen hat, sondern nach wie vor sehen kann, wie sich das schichtet. Das würde ich sagen, ist ein echter Vorteil in Neapel. Ja, danke schön. Wir haben, mal gucken, da war, ich glaube, im Chat kann nur dazu aufrufen, noch ein paar Fragen in den Chat zu schreiben, denn die Chance wäre, dass wir sofort diese Frage weiterleiten würden, alldieweil keine andere Frage im Chat mehr drin ist. Sie hatten mal gesagt, ein Palimpsest, wenn wir zurückkommen zu diesem Begriff des Palimpsests, sehr, sehr interessant. Man kann nie alles ausradieren. Das haben Sie mal gesagt. Darüber habe ich dann nachgedacht, wie fragst du das denn, dass man nie alles ausradieren kann. Vielleicht können Sie das einfach ein bisschen ausführen. Das hieße ja, dass man die gesamte Geschichte da drinsteckt. Ich denke immer an Berlin. Ich denke an die Mitte von Berlin. Die Mitte von Berlin, die komplett eben erst vor nicht allzu langer Zeit ja mehr oder weniger ausradiert wurde durch den Krieg und vor allen Dingen auch durch die Altstadtplanung, die dann hinter die Radierung der Altstadt in der Mitte Berlins. Und heute, wenn ich da langlaufe, glaube ich, dass alle, die da langlaufen, oder sehr wenige noch ein Gefühl dafür haben, was zum Beispiel rund um die Marienkirche einmal war. Und das, ja, das ist zwar ausradiert und ist dann auch vergessen. Das wird jetzt natürlich wieder alles ein bisschen wiederbelebt, wieder ins Bewusstsein gehoben, aber lange Zeit und für viele Generationen fast schon, die da durchgelaufen sind, ist es halt weg. Also man kann. Ich verstehe die Frage gut, und es ist natürlich für Kunsthistoriker immer schwer, sich überhaupt vorzustellen, wie Menschen rumlaufen, die nicht dauernd sich fragen, was da vorher mal war. Also das kann ich schwer beurteilen, wie ein, weiß ich nicht, in den 70er Jahren oder in den 90er Jahren geborener Berliner das wahrnimmt, ohne eine entsprechende Ausbildung zu haben. Aber ich würde doch sagen, also spätestens nach ein bisschen Reisen wird man wahrnehmen, dass die Mitte Berlins schon sehr leer ist. Und dass irgendwas mit der Marienkirche zum Beispiel nicht stimmt, dass sie da so alleine steht in der Nähe des Funkturms und dass es da wohl irgendeinen Gap geben muss zwischen diesem mittelalterlichen Bau und diesem Brunnen und diesen Riesenflächen und Kaufhäusern und so weiter. Insofern, ja, Palimpsest, ich glaube tatsächlich daran, dass Ausradierung, sei es durch den Krieg, sei es durch Erdbeben, sei es durch sonst einfach Renovierung oder so, nicht am Ende nicht zu vergessen sind und auch nicht eben nicht dazu führen, dass da gar nichts mehr bleibt, sondern das Loch, das bleibt es eben auch etwas. Und das finde ich schon sehr wichtig. Und da ist Berlin eigentlich ein super Beispiel, weil man es eigentlich besonders gut spüren kann. Es reicht eigentlich jede Straße, wo man weiß nicht, sieben Altbauten hat, die alle auch nicht besonders schön sind, zwar renoviert, und dann kommt der 50er-Jahre-Bau, den man immer sofort erkennen kann, nicht nur an den Balkons, sondern auch daran, dass die Geschosshöhen nicht stimmen. Also immer mehr Geschosse pro Haus sind als im Ja. Altbau. So. Gibt es solche Löcher in Neapel auch, wo man die Leere spürt? Nee, das ist sowieso, ich weiß nicht, jeder, der Italien ein bisschen besser kennt. Das ist doch ein Schock, den man als Deutscher hat, wenn man nach Italien kommt. Oder ein positiver Schock. Ups, das ist mein Handy, das muss man schnell ausmachen. Dass es eben die Löcher nicht gibt. Also, dass man tatsächlich noch auf einer gewachsenen Stadt, auf eine gewachsene Stadt schauen kann, ganz anders als in Deutschland. Also zumindest wenn man aus Städten kommt wie Hamburg oder Berlin oder so, wo es wirklich zugeschlagen hat. Es gibt ja auch in Deutschland unversehrte Städte, aber es ist schon immer wieder beeindruckend, dass das in Italien anders ist. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Ja, die Bibliotheca Hertziana unter ihrer Leitung hat sich ja auch vorgenommen, seine Schwerpunkte anders zu setzen und historische bisherige Narrative der Kunstgeschichte zu hinterfragen, was das angeht. Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen.
Neuen, neuen Schwerpunkt. Ja, nee, gerne. Rom und römische Kunstgeschichte war wirklich sehr lange hauptsächlich an Renaissance und natürlich vielleicht noch Barock gebunden. Das hat auch gute Gründe, weil das war sozusagen die Hochphase hier in Rom. Aber sowohl die Kunstgeschichte hat sich geändert, als auch ja, überhaupt Zugriffe auf Kulturwissen, also Kulturgeschichte, nämlich, ich meine, mach den Satz zu Ende. Also andere Regionen spielen eine größere Rolle. An der Herzana im Moment eben bei mir vor allem in Süditalien, aber beim Kollegen Herrn Weddigen auch Brasilien. Also auch eben Frage, wie man mit Südamerika umgeht und wie es dort Austausch gab. Aber zum anderen glaube ich an den ganzen Diskussionen, die ja unangenehm sind im Moment über Identitäten. Da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, aber natürlich ist das was, was man in der Kunstgeschichte extrem spürt, weil das sind Fragen, die uns eigentlich schon immer umgetrieben haben, nämlich also Zugehörigkeiten, wie wird über formale Ausdrücklichkeiten, Ausdrücke, Zugehörigkeit definiert und auch nach außen ausgestellt. Und das sind, glaube ich, Dinge, um die wir uns heute viel mehr kümmern müssen, als dass man sich sozusagen auf diesen zurückziehen kann auf, was hat ein Künstler gemacht, wie funktioniert ästhetischer Ausdruck. Ästhetik hat eine sehr große Bedeutung auch heute, aber umso mehr merkt man eigentlich gerade im Moment, wie Definition von Zugehörigkeiten über Habitus und eben Stil eine Rolle spielt. Und ich glaube, da ist die Kunstgeschichte auch gefragt, sich wiederum umzusehen, wie wir darauf Antworten finden können, auch in früheren Zeiten. Denn die Probleme sind ja nicht neu, nur stellen sie sich gerade ganz besonders fürchterlich. Können Sie da vielleicht ein Beispiel geben, wo es Ihnen besonders auffällt, weil was die Debatte um Zugehörigkeiten und Identitäten angeht? Naja, also ich ertappe mich zum Beispiel selber dabei. Also wenn ich heute darüber nachdenke, wie irgendein frühneuzeitliches, also sagen wir einen Brunnen in Neapel aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich den jetzt beschreiben sollte als, ist der importiert? Also habe ich einen spanischen Künstler, der den einfach nur als spanischer Künstler in Neapel macht? Oder hat man sich überlegt, dass er spanisch aussehen soll, weil er in Neapel ist? Oder welche Netzwerke spielen eigentlich eine Rolle? Also ich glaube, unsere ganzen Interpretationsmodelle sind in Frage gestellt, weil wir nicht mehr irgendwie einen Herrscher sehen, der so ein paar Künstler beauftragt und dann wird das schon, sondern dass man eben auch in diese früheren Zeiten zurückprojiziert, dass auch dort also natürlich ganz andere Gruppen Meinungen hatten und auch Agency, wie man heute so sagt, also die Macht hatten, Dinge durchzusetzen und dass man vieles anders wird interpretieren müssen. Dann zwar jenseits von den, sagen wir, vordergründigeren Debatten, aber sehr heftigen Debatten um Denkmäler, um Menschen, die man auf Sockel stellt oder auch von Sockeln runterreißt und wie sie dann dargestellt werden. Beispiel. Also das ist wirklich eine Diskussion im Moment, die mir echt Sorgen bereitet, muss ich sagen. Vielleicht können wir auch gleich noch aufkommen. Jetzt ist aber dann noch eine Frage in den Chat gekommen, nämlich eine letzte Frage. Sind denn auch vom antiken Zentrum aus gesehene Bezirke wie Fuori Grotta Bestandteil der Untersuchung? Gibt es einen zeitlichen Endpunkt? Ha. Unser, also es muss man unterscheiden. Ich sitze daran, dass ich eigentlich gerne mal ein Buch schreiben würde, ein kleines Buch mit hübschen einzelnen Kapiteln, um überhaupt zu verstehen, anhand von einzelnen Objekten, wie Neapel überhaupt im Gegensatz zu anderen Städten zu verstehen ist. Das ist extrem kompliziert und deswegen habe ich es auch immer noch nicht hingekriegt. Die Sache, die wir in dieser Forschungsgruppe gemeinsam machen, bezieht sich wirklich stärker darauf, wie man wiederum mit solchen Karten oder mit insbesondere auch mit den Guiden, also mit den Beschreibungen zu Neapel, überhaupt diese Stadt über die Jahrhunderte in den Griff bekommt, um zu sehen, wie sich das zueinander verhält. Fuori Grotta ist natürlich noch Bestandteil. Das ist ja, Fuori Grotta ist ja, hört sich für uns heute so schlimm an, aber ist ja einfach einmal durch den Berg durch, auf der anderen Seite vom antiken Tunnel eben. Aber es ist eben schwierig, so ein Projekt komplett topografisch zu umreißen oder historisch zu umreißen,
Im Grunde ist die Idee schon, die Besonderheiten Neapels, um es mal kurz zu fassen, eigentlich ins Positive zu wenden und nicht immer als in Abhängigkeit von den anderen Städten, wo es irgendwie besser ist. Also Rom ist Hauptstadt, Florenz ist von vornherein von Bürgern organisiert, sondern eben auch Neapel hat seine Besonderheiten aus dieser Geschichte heraus und die kann man eigentlich nur an einzelnen Punkten aufgreifen und dann weiter vertiefen. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist das, wir sind jetzt schon fast an das Ende unserer Zeit gekommen. Das wäre ja eine Art Wunsch, dass es Ihnen gelingen möge, dieses Buch zu schreiben und uns dann demnächst mal vorzustellen. Genau. Also ich gucke nochmal, eine Frage, die man hatte geschrieben, es hat was nicht geklappt mit meiner Frage. Naja, dann mögen Sie die Frage nochmal reinschreiben. Denn ich sehe hier keine Frage, die wir jetzt noch nicht beachtet hätten, von denen, die im Chat waren. Vielleicht habe ich aber auch was übersehen. Also wenn noch etwas dringend ist, dann bitte einfach nochmal reinschreiben, dann kann Frau Kalski das noch beantworten. Ansonsten, ja, gibt es etwas, was Sie gerne noch loswerden möchten, jetzt so zum Ende hin, was Sie uns allen noch mitgeben wollen, die wir jetzt hier noch sind. Was Neapel angeht, natürlich sind wir umso mehr jetzt wieder reiselustig geworden und werden, sobald es uns allen möglich ist, dann auch in Neapel wieder aufkreuzen und in Rom. Ja, was wissen Sie was über die Herzianer, über Neapel, über Kartografie und Interpretation der Wirklichkeit durch dieselbe? Ich habe Sie jetzt auch sozusagen so in halb verstanden, aber irgendwas soll ich noch sagen. Das ist bei mir angekommen. Ja, ich wollte Ihnen nur Kein Gelegenheit Problem. geben, vielleicht noch eine Art von Schlusswort zu Herzianer, zu Neapel, zu Ihrer Forschung zu sagen, wenn Sie noch etwas nicht gesagt haben. Es ist halt so, das ist immer schwer zu erklären nach außen. Herzliana, wie alle Max-Planck-Institute, ist natürlich ein tendenziell ziemlich zues Institut, was aber natürlich für Kunsthistoriker geöffnet ist und wo es auch alle möglichen Varianten an Stipendien und so weiter gibt. Wir sind immer noch im Corona-Modus, also wir sind auch noch im Aha-Modus. Das heißt, es ist nicht so einfach bei uns vorbeizukommen. Aber natürlich ist es ein an sich immer besuchenswertes Institut, vor allen Dingen für Kunsthistoriker, um dort eben sich einfach mal auch um Fördermöglichkeiten und so weiter zu erkundigen. Aber nochmal auch zu Neapel. Also da würde ich wirklich auch allen raten, A, mit unseren Karten zu spielen, die sie ganz leicht finden, und zum anderen sich einfach mal hinzutrauen. Das wäre der Wunsch, denn ich befürchte, dass es immer noch diese Vorurteile gibt, dass es da ganz schrecklich ist und man sofort erschossen wird. Dem ist nicht so. Es ist natürlich ein bisschen gefährlicher als an anderen Orten vielleicht, aber es ist eine vollkommen unterschätzte Stadt, die einfach dringend kultivierten Tourismus braucht. Das würde ich gerne. Also Menschen, die nicht nur Pizza essen gehen, sondern die vielen Museen und kulturellen Institute, die es dort gibt, aufsuchen, denn es ist eine wahnsinnig spannende und wirklich bis heute sehr lebendige Stadt, die einfach verdient hat, dass man sich mehr um sie kümmert. So. Ja, dann schließen sich mir sofort zwei Fragen an. Nämlich das eine, haben Sie denn das Gefühl, dass in normalen Zeiten Neapel unter einem Mangel an kultiviertem Tourismus leidet, also Museo Archeologico und so weiter, dass da zu wenig Leute drin sind? Nee, Museo Archeologico ist, seit es wieder aufgemacht hat, also es ist grandios. Und natürlich seit Bau, wie heißt der, Zuchtriegel, Direktor von Pompeji geworden ist, auch grandios. Aber und Bellanger von Capo di Monte. Also die Museen natürlich haben einen sehr großen Aufschwung in den letzten Zeiten gehabt. Aber trotz allem ist es immer noch so, geführter Tourismus in Neapel funktioniert so, man macht die drei Museen. Und dann sieht man zu, dass man ins Hotel 30 Kilometer vor der Stadt kommt. Und das ist eigentlich schade. Denn die Kirchen sind mindestens so voll wie in Rom mit hervorragenden Werken, mit vor allen Dingen Skulptur. Das allein lohnt sich. Und auch das hat sich schon geändert in den letzten Jahren, dass die Sachen auf sind und tatsächlich von Kooperativen, also Zusammenschlüssen vor Ort eigentlich verwaltet werden und sehr gut gemanagt werden. Eine Frage haben wir noch, die deckt sich vielleicht mit der, die mir auch, weil Sie von der Kriminalität sprachen. Da fällt einem natürlich sofort auch ein, es müsste ja Karten geben, wo sogenannte No-Go-Areas, wenn sie denn vorhanden sind, ne? Wo man nicht darauf vertrauen muss, dass irgendjemand einen anspricht und sagt, geh mal lieber nicht da in diese Ecke, wie es mir schon mal passiert ist,
sondern dass man eine solche Karte hätte. Die Frage aus dem Chat ist, sind die okkulten Orte der Stadt auch im Kartenverzeichnis? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die okkulten, was genau mit okkulten Orten gemeint ist. Und jedenfalls, das eine sind die Kriminellen, die anderen sind die okkulten Orte, die beide ja im Karten sich irgendwie auch wieder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Jetzt fällt mir der Autor zu diesem, ein Anthropologe, gerade nicht ein, der lange fällt mir nicht ein, aber der hat auch nie Karten gemacht. Das Problem wiederum würde ich als Kartografie Historikerin wie Kritikerin sagen, wenn es erstmal eine solche Karte von den okkulten wie den kriminellen Orten gäbe, sie wäre natürlich auch verheerend in gewisser Weise. Also für die Okkulten wäre es schlimm, weil sie nicht mehr okkult wären. Für die Kriminellen wäre es schlimm, weil die Orte noch mehr stigmatisiert wären. Ich bin sicher, dass es sowas gibt. Also für sowas würde ich immer raten, auf OpenStreetMap zu gucken, denn auf Open, also viel mehr als bei Google Maps, gibt es ja zig einzelne Karten von einzelnen Usern, die eben dort Dinge eintragen und viel mehr solche Dinge des Alltagslebens als des Kapitalismus, wo man also dann sehen kann, was einen tatsächlich interessiert. Aber wie gesagt, also das Problem ist, wenn sowas erstmal festgeschrieben ist auf einer Karte und kein Mensch mehr in die Straße geht, wird die nur noch schlimmer. Mhm. Und daher ist das ein zweischneidiges Schwert. Aber ich bin sicher, dass es Gruppen gibt, die sowas inzwischen anfertigen. Nur habe ich leider die Adressen nie recherchiert, deswegen kann ich da jetzt nicht im Konkreten helfen. Nein. Okay, gleich. Vielleicht ein Beispiel dafür, was Karten bewirken können. Welches Interesse natürlich auch derjenige, der sie dann kaufen würde, hätte daran, sich nämlich zu orientieren. Der will, wo kann er hingehen, wo nicht? Das ist ja, sagen wir mal, eine sehr grundlegende Funktion. Ja, sehr schöne, hier haben wir hier noch sehr schöne Dankesbezeugungen aus dem Chat, möchte ich mal sagen. Die Karten auf der Homepage sind aus dem Stadio, die Karten auf der Homepage sind super. Es ist schön zu sehen, dass man sich mit Neapel so intensiver Weise beschäftigt wird. Also ich freue mich über sehr schöne, positive Rückmeldungen hier aus dem Chat. Die Zeit ist aber vorbei. Ich schlage also vor, dass vielleicht wir Beteiligten noch eine Sekunde drin bleiben und die Veranstaltung als solche aber jetzt hiermit beendet ist. Ich verabschiede mich und Frau Michalski ebenso herzlich von allen, die teilgenommen haben. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Kommen Sie wieder zum nächsten Max Planck Lecture. Sie sind ja sicher im Newsletter oder haben Zugang zu diesen Informationen, auch zu der noch folgenden Vortrag über den Besuch. Immer interessant ist, demnächst auch wieder analog zu hören. Wiedersehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.